Hallo zusammen. So, nach zweiwöchiger Pause hier auf YouTube aufgrund meiner Bachelorarbeit geht's jetzt endlich wieder los mit längeren Videos, die ich für euch erstellen kann. Jetzt habe ich endlich wieder die Zeit. Und zwar zeige ich euch im heutigen Video 6 unterschiedliche Dividenden-ETFs, vergleiche die anschließend auch noch nach Kursperformance miteinander und sage euch dann im Fazit, welcher dieser 6 Dividenden-ETFs meiner Meinung nach der beste ist, was die Gründe dafür sind. Und genau, bevor es weitergeht, gerne dem Kanal ein Like da lassen und ein Abo da lassen. Supportet mich, pusht den Algorithmus und genau, nach dem Intro geht's los. So. Ziel dieses Videos, der beste Dividenden-ETF. Was ist er? Was habe ich mir für Gedanken gemacht? Und zwar habe ich mir am Anfang erstmal die Gedanken gemacht, was sind denn die besten Dividendenaktien, die es sozusagen gibt. Und Dividendenaristokraten sollten den meisten von euch ein Begriff sein. Nochmal hier kurz in der Definition. Ein Dividendenaristokrat ist ein Unternehmen, was die Dividende in den letzten 25 Jahren jährlich kontinuierlich erhöht hat. Es gibt hier und da auch andere Definitionen, das werdet ihr jetzt gleich auch bei der Vorstellung der einzelnen ETFs sehen, weil ich stelle euch hier dann 6 unterschiedliche Dividenden-Aristokraten-ETFs vor, weil diese einfach eine Sicherheit haben oder eine, sagen wir, Stabilität haben mit Blick auf die Dividende, weil ein Unternehmen, was einfach schon seit mindestens 25 Jahren eine solide Dividendenstrategie ist, verfolgt und eine solide Dividendenhistorie hat, wird aller Voraussicht nach, wie gesagt, Dividenden sind keine Verpflichtung und eine Dividende kann auch jederzeit ausgesetzt oder gekürzt werden. Aber wenn wir uns jetzt mal hier diese Unternehmen anschauen, wie Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, die alle drei doch ein recht planbares Geschäftsmodell haben, was aber trotzdem langfristig größer werden wird, einfach auch aus dem Fakt heraus, dass die Weltbevölkerung immer weiter anwachsen wird oder ansteigen wird, bis zu 11 Milliarden im Jahr 2100. Und von daher haben die einfach die Möglichkeit auch mit dem Geld, was sie jedes Jahr immer ein bisschen mehr verdienen, eben auch einfach basic immer ganz bisschen die Dividende zu erhöhen, was einfach sehr, sehr schön ist. Und deshalb zeige ich euch jetzt 6 unterschiedliche Dividenden-ETFs. Der erste ist der Spider S&P US Dividend Aristocrats, wo eben 119, genau hier steht es, 119 Aktien beinhaltet sind, die dem S&P Composite 1500 Index mit der höchsten Dividendenrendite angehören und eben ihre Dividende in den letzten 20 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen haben oder gesteigert haben. Hier sieht man schon mal den ersten Unterschied. Hier sind es 20 Jahre, nicht 25 Jahre. Zudem eben natürlich ausschüttend, hat eine Total Expenses Ratio, also laufende Kosten von 0,35% im Jahr, eine Fondsgröße von 4,7 Milliarden. Ungefähr knapp, und die Top 10, welche wir uns jetzt hier anschauen, machen in Summe 18,5% aus. Ist jetzt hier was wie Walgreens zum Beispiel oder Realty Income, IBM auch oder 3M. Und wenn wir uns jetzt hier auch mal die Ausschüttung von dem Spider S&P US Dividend Aristocrats ETF anschauen, war die letzten Jahre die Ausschüttungsrendite immer irgendwie so im 2, 2,5, 3% Bereich. Und zudem wurde die Dividende oder die Ausschüttung, es ist ja in dem Fall keine Dividende, weil es ja eine Ausschüttung eines ETFs ist, zudem in den letzten Jahren, gut jetzt auf ein Jahr gesehen nicht, aber auf die letzten 10, 9, 8 Jahre echt jährlich auch immer ganz schön angehoben, und von daher hat man hier einfach meiner Meinung nach eine ganz gute Kombination. Wie gesagt, Kursperformance technisch gehe ich am Ende noch genauer drauf ein, da vergleiche ich dann die 6 ETFs auch miteinander. Kommen wir zum zweiten, das ist der Spider S&P Global Dividend Aristocrats. Hier sind 92 Aktien drinnen, die darauf abgezielt sind, eben auch eine hohe Dividendenrendite zu haben, und sind innerhalb vom S&P Global BMI abgebildet, und diese müssen seit mindestens 10 aufeinanderfolgenden Jahren ihre Dividende erhöht haben. Hier sind es also nicht mehr 20 Jahre wie beim ersten Dividendenaristokraten-ETF, sondern hier sind es jetzt nur noch 10 Jahre. Zudem ist der ETF hier mit 0,45
40% ein bisschen teurer. Die Vorgröße ist mit 1,18 Milliarden ein bisschen kleiner und die Top 10 in diesem ETF machen 21,55% aus. Hier sind jetzt zum Beispiel auch Unternehmen drin wie ein IBM, aber ihr werdet es hier sehen, doch eher unbekanntere Unternehmen dann. Ich kenne jetzt selber vielleicht ein LTC Properties noch, Universals Corp, aber eher weniger. Und hier, wenn wir uns die Länderallokation anschauen, klar, es ist ein Global, also natürlich mehrere Länder drin, aber wie bei den meisten ETFs, die Global Fokus haben, ist natürlich Amerika übergewichtet, hier mit ja, 46%, 47%. Aber man hat zudem eben auch noch Japan, Kanada drin, Schweiz, UK, Hongkong, China, Frankreich, Deutschland und Südkorea, also sowohl Schwellenländer als auch Industrieländer. Und wenn wir uns jetzt hier die Ausschüttung anschauen, liegt ein bisschen höher wie beim ersten ETF. Die liegt hier eher im Rahmen knapp über 4%, würde ich jetzt mal sagen. Gut, hier 2020 war sie immer ein bisschen niedriger. Und auch dieser ETF hier hat die Ausschüttung in den letzten Jahren erhöht. Allerdings nicht so stark wie im ersten ETF. Hier sind es jetzt zum Beispiel, da wo es beim anderen knapp 9% im Jahr waren, auf die letzten 5, 6 Jahre sind es jetzt hier irgendwie nur 2% oder 3%, ist am Ende auch nicht schlecht, aber da ist der US Dividend Aristocrats so gesehen besser. Kommen wir zum dritten, das ist der S&P Euro Dividend Aristocrats. Da sind eben jetzt Dividendenaktien drin, 40 insgesamt, 40 Dividendenaktien mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Euro Broad Market Index. Jetzt wissen wir auch, was BMI heißt. Das war hier vorne ja auch. Heißt Broad Market Index. Und hier geht es auch eben darum, dass die Dividende mindestens 10 Jahre erhöht wurde. Dieser ETF ist jetzt hier mit einer TER von 0,3% der günstigste so gesehen. Aber da muss man auch sagen, ob es jetzt 0,3, 0,35, 0,4, 0,45% sind, wird am Ende langfristig nicht so einen super großen Unterschied ausmachen. Klar, wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, 0,2 versus 0,8% der Total Expenses Ratio ist ein Unterschied. Aber die sind ja alle in einem recht ähnlichen Rahmen drin. Vorgröße ist bei einer Milliarde knapp drüber und hier ist jetzt tatsächlich die Top 10, wenn wir es erstmal anschauen, mit 40,6% recht stark übergewichtet. Klar, es sind hier auch nur 40 Aktien. In den ersten beiden ETFs waren 100 bzw. 90 Aktien drin. Und genau, hat man hier aber jetzt zum Beispiel auch bekannte deutsche Unternehmen drin, wie BASF, Munich Re, also Münchner Rück, oder Allianz auch. Und genau, hat hier eben auch eine schöne Mischung aus, so gesehen, europäischen Aktien, hat hier aber auch US drin. Das könnten dann wahrscheinlich ADRs sein, würde ich mal annehmen, also American Depository Receipt, also Aktien, die eigentlich aus Europa kommen, aber sozusagen nur in Amerika als Aktie gehandelt sind. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr dazu mal ein Video haben wollt, über diese ganzen ADR, GDR, was es da nicht alles gibt. Dann kann ich da gerne mal dazu was machen. Und bei den Ausschüttungen hier, auch hier liegt jetzt die Dividende, also die Ausschüttungsrendite, nicht Dividendenrendite, ja, knapp bei 3%, bisschen drüber, bisschen drunter. Und auch das Dividendenwachstum ist hier jetzt bei dem ETF nicht so schön wie bei den ersten beiden. Ausschüttung ist hier zweimal im Jahr, das können wir auch nochmal vorne. Hier ist es vierteljährlich beim Global Dividend Aristocrats und beim US Dividend Aristocrats wäre auch eine vierteljährliche Ausschüttung. Kommen wir zum vierten ETF, das ist der UK Dividend Aristocrats, welcher 37 Aktien beinhaltet mit der höchsten Dividendenrendite. Ebenfalls aus dem S&P Euro Broad Market Index und eben auch hier geht es jetzt darum, dass sie die Dividende beständig für mindestens 7 Jahre gesteigert haben, also keine 20 Jahre, keine 10 Jahre, sondern in dem Fall tatsächlich nur 7 Jahre. Wenn wir jetzt hier mal auf den ETF schauen, kostentechnisch ist er auch bei 0,3%, ist aber jetzt hier mit einem Fondsvolumen von nur 133 Millionen doch etwas kleiner oder doch ein gutes Stück kleiner wie die ersten ETFs.
und hat jetzt hier auch ähnlich wie der dritte ETF, also der Euro Dividend Aristocrats, ebenfalls eine recht hohe Gewichtung natürlich, wenn er nur 37 Aktien drin hat, bei den Top 10 hier mit 41,6%. Hier wären dann zum Beispiel Unternehmen drin wie Legal & General, British American Tobacco, Unilever, also durchaus auch bekannte Dividendenaktien, die man kennt. Und wenn wir uns hier die Ausschüttungen anschauen, liegt die Ausschüttungsrendite doch mit am schwanghaftesten jetzt von den anderen. Hier waren wir im schlechtesten Fall bei 2,6%, im besten Fall bei 5,3%. Durchschnitt wäre wahrscheinlich irgendwie so knapp unter 3, knapp 4%, irgendwie sowas. Hier ist allerdings das Wachstum der Ausschüttung nicht besonders schön. Es ist jetzt seit Auflage gefallen und das ist meiner Meinung nach langfristig natürlich nicht super optimal. Klar, natürlich jetzt nochmal die Frage, wie kann denn das überhaupt sein? Dividendenaristokraten erhöhen ja ihre Dividende, also müsste ja doch auch das Wachstum oder die Ausschüttung hier erhöht werden. Muss nicht unbedingt der Fall sein, weil bei einem ETF können ja auch Aktien dann rausfliegen, neue Aktien reinkommen. Deshalb kann es durchaus auch sein, obwohl es ein Dividendenaristokraten-ETF ist, dass die Ausschüttung sozusagen fallen kann und nicht nur steigen kann oder steigt. Kommen wir zum fünften Dividendenaristokraten-ETF und das ist der Pan-Asia, also aus dem panasiatischen Raum, der jetzt hier eben auch mit dann 0,55 Total Expenses Ratio mit der teuerste ist. Der sechste, den ich euch vorstelle, ist ebenfalls in der gleichen Kostenordnung drinnen bei den laufenden Kosten, ist jetzt hier ähnlich klein wie der vorherige ETF mit nur 128 Millionen Fondsvolumen, besteht aus 92 Aktien und zwar sind es Aktien aus dem S&P Pan-Asia Broad Market Index, die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden für ebenfalls wieder mindestens 7 aufeinanderfolgenden Jahren verfolgen, also ebenfalls wie der UK Dividend Aristocrats. Und wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, die Top 10 macht 31% aus. Da sind dann zum Beispiel Aktien drinnen. Ich würde jetzt hier Ping An Insurance kenne ich, JB Hi-Fi, aber eher doch ein bisschen unbekanntere Aktien, eben aus dem panasiatischen Raum, Japan, China, Australien, Hongkong, aber auch so kleinere Geschichten, die recht spannend sein könnten langfristig, wie Philippinen, Indonesien, Thailand, Indien. Gut, Indien jetzt nicht klein, aber von der Gewichtung hier kleiner drin. Und wenn wir uns hier mal die Ausschüttungen anschauen, liegt hier die Ausschüttungsrendite im Rahmen ungefähr bei 3, knapp über 3%. Und auch das Wachstum hier ist durchaus gegeben, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schön und stark ist wie beim S&P US Dividend Aristocrats, aber trotzdem eine wachsende Ausschüttung, was so gesehen sehr schön ist. Und kommen wir zum letzten ETF, Dividendenaristokraten ETF, bevor ich dann alle 6 nach Kursperformance miteinander vergleiche. Und zwar ist das der S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats, also Schwellenland ETF mit Dividendenaktien oder Dividendenaristokraten und hat ebenfalls wie der panasiatische ETF mit 0,55% eine höhere TER, auch ein kleineres Fondsvolumen mit 118 Millionen und ist jetzt mit 49 Aktien auch nicht der größte. Und die Aktien, die beinhaltet sind, haben eine hohe Dividendenrendite aus dem S&P Emerging Plus Large Mid Cap Index, die seit mindestens 5 Jahren die Dividende erhöhen oder beibehalten tatsächlich sogar nur. Hier haben wir jetzt nochmal eine Mischung. Also da geht es auch tatsächlich, wenn jetzt eine Dividende 10 Cent ausschüttet und die nächsten 5 Jahre weiterhin 10 Cent ausschüttet, wäre sie hier weiter drinnen. Deshalb hat so gesehen dieser Dividendenaristokraten-ETF eigentlich die geringsten Kriterien, wenn man es jetzt hier nochmal mit dem ersten vergleicht, und zwar beim Spider S&P US Dividend Aristocrats waren es ja 20 Jahre und zwar 20 Jahre gestiegen, also erhöht und zudem eine hohe Dividendenrendite, und hier sind wir jetzt eben an einem Punkt, nur noch mindestens 5 Jahre entweder erhöht oder beibehalten haben, und genau, sind jetzt hier eben bei der Allokation dann bei den Top 10
bei ja, 32,3%. Hier sind dann sehr unbekannte Unternehmen drin tatsächlich. Da sagt mir gar keins was. Ich glaube auch nicht, dass Samsung Securities mit Samsung sowas zu tun hat. Es könnte sein vielleicht. Müsste man mal checken, aber mir sagt sonst keins der Unternehmen was. Und ja, was ist beinhaltet? Schwellenländer natürlich, China, Südkorea, Taiwan, Mexiko, Türkei, Saudi-Arabien, Thailand, Hongkong, Brasilien und Vereinigte Arabische Emirate. Alles natürlich hier auch Länder mit einem etwas höheren Risiko natürlich. Das sollte euch allen bewusst sein bei Schwellenländern. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Ausschüttung anschauen, liegt die Ausschüttungsrendite irgendwo bei ja knapp 4%, würde ich sagen. Und das Wachstum ist in den letzten Jahren doch recht gut gewesen. Also in den letzten 2 Jahren, aber auf seit Auflage oder in den letzten 9 Jahren ist die Dividende oder die Ausschüttung hier auch gefallen, was wie gesagt nicht sonderlich stark ist. Und jetzt kommen wir mal zum Vergleich aller 6 ETFs. Und zwar seht ihr jetzt hier die laufende, also Year-to-Date-Performance. Der lilane hier oben ist der Euro Dividend Aristocrats. Der blaue hier ist der UK Dividend Aristocrats. Der rote hier ist der Global Dividend Aristocrats. Der graue oder was das sein soll, gräulich-schwarze, sagen wir mal, ist der Pan-Asia Dividend Aristocrats. Dann der hellblaue hier unten ist der Emerging Markets Dividend Aristocrats. Und der orange hier ganz unten ist der Spider US Dividend Aristocrats. Und wenn wir uns jetzt hier das laufende Jahr anschauen, da ist tatsächlich der Euro Dividend Aristocrats ganz gut gelaufen. Trotzdem alle 6 ETFs positiv jetzt eben seit 1. Januar oder seit 31. Dezember hier in dem Fall. Jetzt schauen wir uns die auf ein Jahresperformance an. Da sieht man jetzt tatsächlich schon, dass sich ein ETF doch deutlich absetzt, und zwar ist es der US Dividend Aristocrats. Zudem sind noch der Euro und der Global Dividend Aristocrats im grünen Bereich auf Jahressicht. Alle die drei anderen sind alle im negativen Bereich, in der negativen Zone. Klar, Emerging Markets, Pan Asia, was dann natürlich auch recht viel hier einfach auch Aktien drin hatte, China und Taiwan hier schon auch mit 28%, 29%, wo es ja durchaus durch den Konflikt ein bisschen schwieriger ist, hatten natürlich jetzt in der Vergangenheit ein bisschen schwierigere Monate. Schauen wir mal auf der, in der 3-Jahres-Sicht ist tatsächlich der US Dividend Aristocrats der, der sich am stärksten nochmal rauskristallisiert. Zudem ist der Global Dividend Aristocrats noch positiv mit 1,8%. Und jetzt gehen wir noch auf 5 und 10 Jahre. Auf 5 Jahre ist hier der US Dividend Aristocrats mit 80%, also 50% besser als der zweitbeste, der Global Dividend Aristocrats. Hier wirklich echt gut abgehoben von den anderen, sagen wir mal. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, auf 5 Jahres Sicht sind tatsächlich alle 6 Dividenden-ETFs im positiven Bereich. Und jetzt schauen wir uns nochmal die 10 Jahres Sicht an. Also auf 2013 gehend dann, da ist auch der US Dividend Aristocrats mit ja, einem Abstand von auch ungefähr ja, 125% auf den zweitbesten, den Global Dividend Aristocrats mit 211% auf 10 Jahre, was echt eine sehr, sehr, sehr starke Dividenden, sehr, sehr starke Performance ist. Zudem, dass es ja noch eine Ausschüttung gab und, das ist tatsächlich schon inklusive Ausschüttung, okay, aber trotzdem, also 210 oder 211% auf 10 Jahre ist sehr, sehr stark. Alle anderen auch im grünen Bereich. Und dann kommen wir mal zum Fazit. Meiner Meinung nach gefällt mir ganz klar der Spider S&P US Dividend Aristocrats am besten von allen 6 ETFs. Warum, gehe ich jetzt kurz nochmal drauf ein. Zum ersten ist er von der Total Expenses Ratio ein bisschen niedriger, weil halt natürlich keine Schwellenlandaktien drin sind, sondern amerikanische Länder oder amerikanische Aktien, westliche Aktien, die natürlich dementsprechend dann auch sozusagen von den Kosten her günstiger sind, ein Produkt, also unter den Kostenaspekten kann einfach ein Produkt aus Amerika mit amerikanischen Dividendenaktien günstiger angeboten werden. Zudem haben sie die höchste Fondsvolumen. Je größer ein Fonds ist, desto unwahrscheinlicher ist er, dass er irgendwann mal veräußert wird, weil zum Beispiel in dem Fall ein State Street sagt oder ein SB Spider sagt, wir haben kein Interesse mehr, den ETF weiterzuführen, weil wir kein Geld machen. Zudem ist dieser ETF hier der diversifizierteste von allen 6 gewesen, mit einer, also mit der geringsten Gewichtung auf die Top 10, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Auch was performance-technisch angeht, hat er, wie gesagt, hier alle anderen ETFs
gut outperformt, alle anderen fünf Dividenden-Aristokraten-ETFs gut ausperformt. Und zudem haben wir natürlich noch bei den Ausschüttungen hier die beste, das wirklich definitiv beste Ausschüttungswachstum und zwar nicht die beste Ausschüttungsrendite, aber nichtsdestotrotz trotzdem im Bereich, wo ich sage, 2-3%, das ist definitiv eine faire Ausschüttungsrendite. Mir geht es aber eh zudem hier mehr auch ein bisschen um das Wachstum, weil einfach, wie gesagt, wenn das Wachstum einfach über hier, sagen wir mal, 10 Jahre bei 6,5% jährlich war und eine Inflation, gut aktuell jetzt nicht, aber die letzten Jahre irgendwo bei vielleicht 2-3% lag, dann hast du jedes Jahr sozusagen mehr Geld rausgekommen, auch dann inflationsbereinigt und deshalb wäre dieser ETF hier oder ist dieser ETF hier meiner Meinung nach der beste Dividenden-ETF der Welt. Ich habe diesen auch selber im Depot, keinerlei Anlageberatung an der Stelle hier. Das Video sollte lediglich ein Informationsvideo sein, euch einfach aufzeigen, was gibt es denn für Dividenden-Aristokraten-ETFs und was ist meiner Meinung nach der beste und wieso würde ich sagen, dass es der beste ist, aber am Ende viele Wege führen nach Rom. Bitte macht eure eigene Research und bildet eure eigene Meinung und genau, schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, welcher dieser 6 Dividenden-Aristokraten-ETFs euch am besten gefällt, beziehungsweise ob ihr einen davon auch selber im Depot habt. Zudem natürlich freue ich mich über jedes Abo, was ihr mir da lasst und über jedes Like. Die Krönung, die Kirsche auf der Torte wäre natürlich noch, wenn ihr die Glocke klicken würdet. Und genau, würde mich natürlich freuen, wenn ich euch beim nächsten Video wieder begrüßen darf. Und bis dahin, ciao, ciao.